Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Sapiens Gameplay Windstorm Update. Und ja, in der letzten Folge haben wir unseren Gemüsestand, Gemüse- und Obststand sozusagen fertig gebaut. Haben noch ja, diese Deko oben mit der kleinen Säule und so weiter. Und an den Ecken noch Dächer eingebaut. Es wird jetzt insgesamt etwas wuchtiger, als ich gedacht habe. Also wenn wir uns das Ganze mal nochmal anschauen, dann ist dieses Gebäude jetzt ein bisschen wuchtiger und größer geworden, als ich eigentlich gedacht habe. Aber mir fehlt jetzt ehrlich gesagt keine bessere Lösung ein, um unten tatsächlich so, wir hätten ein 4x4-Feld vielleicht noch abdecken können mit den Ecken, nur mit dieser Eckkonstruktion des Daches. Aber 2x2, also 4 Felder, da hätten wir nur 4 Speicher gehabt. Gut, wir hätten sie in die Länge ziehen können. Das wäre auch noch möglich gewesen. Ja, also so im Nachhinein fallen mir jetzt ein paar Möglichkeiten ein, wie wir schon da noch hätten was machen können. Aber gut, wir lassen es mal dabei im Moment vorläufig bei der Lösung. Und jetzt ist hier dann eben die Frage. Ich denke, da sind die Beetroots alle geröstet. Das heißt, das können wir mal abschalten hier, dass das hier nicht in der Auftragsliste immer aufpoppt. Und dann macht der hier das Ding schon aus. Das ist super, weil jetzt können wir das Lagerfeuer auch abbauen. Und ja, da bleiben jetzt natürlich die Steine, weil an der Stelle wollte ich jetzt diesen Versammlungsbereich bauen. Und da müssen wir noch mal ein bisschen schauen. Also ich wollte für 50 Sapiens irgendwo so in der Größenordnung ich muss mal schauen. Wie wir das dann gebacken kriegen. Ich überlege gerade, dass wir hier so ein längliches Gebäude dann hier reinsetzen. Wir haben hier die Treppen, da können wir natürlich nicht so nahe dran fahren, dass hier noch ein bisschen Abstand bleibt. Aber wir könnten hier so ein längliches Gebäude reinbauen. Da kriegen wir 6 oder 8 Felder in die Tiefe, könnten wir da bauen. Und dann könnten wir tatsächlich diese Dachkonstruktion so machen, wie da drüben jetzt angedacht fürs ja. Jetzt warten wir mal, bis das Lagerfeuer komplett abgebaut ist. Das sind die Sapiens, sind jetzt noch beschäftigt mit wir holen Brennholz. Da oben ist schon voll. Und wo packen die es jetzt hin? Dann nach unten. Die packen es jetzt hier unten irgendwo hin. Nee, die laufen. Die laufen das ein bisschen im Kreis. Okay. So, jetzt ist es hier. Und jetzt haben wir hier noch Holz. Okay. Gut. Da haben wir die 300 Branches. Okay. Und Loluma ist no longer sick or infectious. Da ist schon unsere Ärztin am Werk. Und wir schauen mal kurz, wie es hier aussieht mit
10 Portionen. Ja, wir haben noch eine Virusmedizin. Also 4 sind tatsächlich verbraucht worden. Mindestens. Möglicherweise ist schon eine nachproduziert worden. Wir checken mal kurz bei den Sapiens. Hier in der Liste, da sehen wir ja, wenn wir da mal sortieren. Das ist ein Pessimist. Das ist ein Pessimist. Minor Burn sollte behandelt werden oder ist schon behandelt. Injury treated, Burn treated, ja. Und da ist nochmal ein Pessimist. Ansonsten sind alle wohl auf, alles grün. Super. Also das ist gut. Und da wird jetzt die Virusmedizin nachproduziert. Das macht also schon Sinn. Okay. Gut. Ja. So, das Feuer ist weg. Ich würde also sagen, wir testen hier mal, wie können wir dieses Gebäude hier anordnen. Und wir machen das wie immer mit unserem bisschen mit unserem mit den Lagerplätzen, wenn wir das hier so reinbauen. Ich würde es ein bisschen drehen. Mal schauen, hier. Dann können wir wie lange werden? 2, 3, 4. Und möglicherweise in 5. Okay. So, das ist doch schon ganz ordentlich. Das ist schon ganz ordentlich. Dann hätten wir hier vorne so ein bisschen den Bereich, wo die Leute hinschauen. In Anführungszeichen, also die Blickrichtung der Versammlung. Dann brauchen wir hier Pfosten. Ich schaue mal jetzt ganz kurz. Nee, decorate nicht mit Aloha, sondern mit Pfosten, mit Loks. Ein Lok. Okay, die sollten wir jetzt ja genügend haben. Und wir brauchen das. Oh, da ist jemand verstorben. Okay, schade. Also ich würde jetzt hier mal so alle nee, das war verkehrt. Bitte wieder wegnehmen. Log Place. Wir brauchen das genau an der Ecke. Und da würde ich jetzt tatsächlich ist jetzt die Frage, ob wir da an jeder Stelle so ein Ding brauchen. So, jetzt können wir mal versuchen, mit diesen Eckdingern zu arbeiten. Kann ich die da jetzt da oben platzieren auf diesem Ding drauf? Kann ich leider nicht platzieren. Das funktioniert nicht. So, das heißt, wir müssen da wenigstens eine temporäre Wand reinbauen. Dann machen wir doch da mal so eine Setch-Wand hin. So. Und setzen da jetzt ein Dach drauf. So eine Dachecke. Und die drehen wir. So, und die andere da drauf. Das ist immer das Bauen. Ja, aber das passt schon. So, genau. So, und jetzt denke ich, haben wir die Wand. Und jetzt können wir die Setch-Wand da unten auch gleich wieder annullieren, damit die nicht gebaut wird. Da liegt schon Material, aber okay. So, und jetzt bauen wir sozusagen hier nach hinten diese Flachdächer an. Also diese Teile hier.
Ja. Und hier dran. Und hier dran. Und da hinten kommt dann die Ecke wieder drauf. Genau. Schauen wir mal, ob das da reinschnippt. Ja, tut's. Nee, nicht dahin, sondern ich hätte es gern da dran. Warum baust du das jetzt da oben hin? Können wir das drehen? Ja. Okay, so, passt. Ist ein bisschen tricky mit der Positionierung, aber es geht dann schon immer irgendwie. Und jetzt schauen wir mal, ob wir hier nochmal die Corners dran stecken können. Ja. Ja, das passt schon. Hier, wo war das? Hier und hier. Okay. So, super. Dann haben wir jetzt nämlich schon mal das grobe Raster. Und jetzt können wir hier diese ganzen Dinge natürlich wieder rausmachen, dass dann niemand auf die Idee kommt, was reinzulegen. In den Speicher. Und der letzte. So, und die Sedge Wall, die sollte eigentlich wieder abgebaut werden, oder? Removing, okay. So, und das Dach ist schon im Werden. Passt. Und dann ist hier... Jetzt ist die Frage, wie wir das gestalten hier drin. Ich würde sagen, wir warten mal, bis das Ganze fertig ist, das Dach fertig ist. Was fehlt uns da? Da fehlen uns wahrscheinlich jetzt Teils. Okay. Wir brauchten Fliesen und zwar rote. Dann ist jetzt die Frage, haben wir da noch was? Nee, da haben wir nichts mehr. Da haben wir nur noch zwei rote Steine. Aber wir können hier oben jede Menge Rot abbauen. Dann würde ich sagen, tun wir das. Wir brauchen sowieso Steine. Und zum Eindecken brauchten wir jede Menge Fliesen. Ich mache das mal lieber zu Fuß als mit dem Selektieren. So, und ich glaube, nee, das klappt nicht mehr. Okay, aber der hier könnte noch klappen. Too steep, okay. Naja, okay, schauen wir mal. So, das klappt also. Dann haben wir hier ist Limestone. Hier haben wir jede Menge Hühnchen. Schauen wir mal, ob wir die jagen können. Bei der Gelegenheit. Und da würde ich jetzt tatsächlich mich mal versuchen, so günstig wie möglich zu positionieren, um hier jetzt so mit dem Rechteck-Tool mal zu
selektieren zu können. Wir sagen mal Box Select und selektieren mal hier alles bis hier rüber. Und sagen mal Limestone, Rock und Rich Soil und sagen mal, wir wollen das abbauen und hier drüben selektieren wir das auch und sagen hier mal Box Select. Bisschen tricky. Select und sagen da mal, grab das mal ab, bitte. Okay, tut er. Dann können wir hier noch den Baum fällen. Der steht uns gerade noch im Weg. Und dann können wir hier auch noch mal den Ton abgraben. Da kriegen wir noch ein bisschen Ton. Und dann wird da auch noch mal Limestone wahrscheinlich fällig. Sichtbar. Limestone sichtbar. Abgraben. So, okay. Und hier könnten wir auch abgraben. Okay. Ja, dann nimmt unser Steinbruch nimmt schon langsam Fahrt auf. Okay. Jetzt ist die Frage, haben wir hier unten noch? Ja, da haben wir noch, da müssen wir noch ein bisschen nachdüngen. Also wir haben schon. Da ist schon jetzt ein bisschen was zu tun hier, dass man das alles so ein bisschen im Griff hat. Das ist schon gedüngt hier und das da ist auch schon und das auch. Okay, passt. So, dann haben wir hier und dann sind da noch jede Menge Alpakas jetzt hier irgendwo um die Ecke. Aber ich würde sagen, das reicht im Moment und wir haben hier noch jede Menge Bäume, die wieder aufgewachsen sind. Ein paar fehlen uns noch, aber das können wir abwarten. So, da ist ein roter. Was ist das Problem für dich? Ja. Family member died. Okay. Dann schauen wir doch mal kurz in die Statistik. 57, ja. Also wir pendeln so ein bisschen. Baby Population 15 und da haben wir 6. Und Happiness. Da müssen wir also ein bisschen gegensteuern. Und nochmal ein bisschen Musik machen. So wie es ausschaut. So. Gut. Und da fehlen uns eben jetzt die Fliesen für die Dächer. Habe ich Pause gedrückt? Ja, ich habe Pause gedrückt. Warum habe ich Pause? Wahrscheinlich versehentlich. Okay, da fehlen uns jetzt Fliesen und da kriegen wir jetzt hier die roten Steine. Die werden da schon fleißig geklopft. Das passt. Da wird auch alles Mögliche rausgeklopft. Da können wir noch mal das da und das da müssen wir natürlich auch abbauen, damit da kein Rand stehen bleibt. Das wäre nicht so gut. Das können wir meißeln. Das können wir meißeln. Das können wir meißeln. Da können wir meißeln. Also ich mache im Zweifelsfall immer die Blöcke, weil
aus denen können wir dann Fliesen bauen und das ist einfach vorteilhaft. Hier ist das Ding, müssen wir eh, das Erz bauen wir eh mit der Spitzhacke ab. Okay. Ja, das ist zu steil hier. Das ist zu steil. Okay. Ja, dann vergiss es. Dann vergiss es. Das, aber das können wir noch machen. Und das, da können wir wahrscheinlich auch noch machen. Okay. Ja, also da haben wir jede Menge Arbeit. Und dann würde ich jetzt mal sagen, wir ernten jetzt hier mal die ganzen Gooseberries ab. Und bauen und bauen die Sträucher dann weg. Genau, die ernten wir jetzt ab. Oh, da hat sich jemand verletzt. Okay, die ernten wir jetzt ab. Und dann können wir die Sträucher auch wegnehmen, wenn die abgeerntet sind. Und wir schauen mal kurz, wie es hier mit den roten Steinen aussieht. Da kommen jetzt jede Menge schon. Passt. Das heißt, wir können da wieder Fliesen bauen. Soft Rock und diesmal nicht Limestone, sondern den roten. Und wir machen mal 30. 34. So. Alles klar. Und wir checken nochmal unsere Medizin. 4-Injury-Virus. Wir brauchen gegen Verbrennung. Dann bauen wir doch da auch nochmal gleich gegen Verbrennung. Burn 5 Stück. Und gegen Verbrennung brauchen wir Aloe. Aber nicht mehr im Kopf, was wir für die Verbrennungsmedizin brauchen. Aber wir schauen schnell mal nach. Aloe, Elderberry und Marigold. Okay. 5 Marigold. Mokopona. Ich nehme mal 3 und dann machen wir die anderen 2 manuell. So, und dann brauchen wir noch Elderberry und da ist jetzt die Frage, haben wir die hier schon? Nee. Die Elderberries haben wir da oben normalerweise, hier. Ja. Dann haben wir 10 Elderberries, okay. Dann haben wir die Medizin. Und dann haben wir hier die Fliesen, okay. Und die sollten jetzt hier auch dann ins Dach gehen. Ja. Und dann würde ich da Bänke hinstellen, so eine Art Zuschauerbänke und da vorne irgendwie eine kleine Bühne. Aber keine Ahnung. Können wir da so Crafting Areas? Okay. Das können wir mit verschiedenfarbigen Steinen. Also da könnte man tatsächlich Green Rock und Red Rock und so weiter nehmen.
Aber die Frage ist, wo kriegen wir das her? Weil Green Rock haben wir hier leider nicht. Das da vorne ist Marmor, oder? Hier haben wir Marmor. Ja, Marble. Können wir den? Den können wir auch mit Chisel abbauen. Also auch mit Meißel. Dann kriegen wir 3 Marmorblöcke. Aus jedem können wir, ne? Dann haben wir 6. Dann kriegen wir 6 Marmor Fliesen, denke ich. Das ist jetzt die Frage. Ja, es ist noch in Reichweite. Es ist ein bisschen ein weiter Weg, ja, ich weiß. Aber wir haben hier nichts Näherliegendes. Da oben, da hätten wir noch mehr Marmor, aber das ist im Prinzip dasselbe. Das ist auch nicht näher, denke ich, als das da hinten. Wahrscheinlich noch näher und es ist nicht den Berg hoch. Hier haben wir Limestone. Da ist uns also nicht damit gedient. Die Frage ist, inwieweit sich der Limestone von dem Marmor überhaupt abhebt. Aber ich denke, er ist noch ein bisschen weißer. Der Limestone hat so einen leichten beigen Einschlag und der Marmor ist eben ganz rein weiß. Ja. Okay, so. Also das so weit, so gut. Und dann müssen wir mal schauen hier, wie wir hier mit den Gesteinssorten zurechtkommen. Das ist alles Limestone. Das heißt, ich würde dann tatsächlich versuchen, so viel die Mauern für die Stadtmauer, die würde ich dann tatsächlich aus Limestone machen. Aus Limestone. Ja. Dann ist das weiß. Ich glaube, das sieht gut aus mit weiß. Und da müssen wir uns mal überlegen, müssen wir ein bisschen einen Entwurf machen, wie wir dann die Stadttore sozusagen, wie wir die gestalten und wo wir die dann vor allem hinsetzen. Und wie wir die Stadtmauer dann aufbauen. Aber ich denke, das ist schon eine. Ja, das wird ganz lustig. Ah ja, die Sträucher sind jetzt abgeerntet. Das heißt, wir können die tatsächlich mal wegnehmen. Wir selektieren die und nehmen die tatsächlich weg. Zack. Das ist jetzt die Frage, ob wir da irgendwie Holz kriegen. Habe ich noch nie gemacht bisher. Weil bei den Elderberries, wenn wir die ernten, wenn man die fällt, dann kriegt man so ein Purple-Holz. Also so ein purpurnes Holz. Das ist ganz witzig. Okay, so, aber hier unser Dach wächst schon. Das ist super. Das ist super. Und wir könnten dann da sogar noch ein zweites Lagerfeuer hinbauen. Für die Elderberries. Zum Rösten. Irgendwie sollte man das auch unter Dach tun. Und ich habe gerade mal überlegt. Wir könnten das natürlich. Da und das Dach noch mit reinpacken. Was haben wir da in der Mitte? Da haben wir die Kürbisse. Wir könnten natürlich sagen, bau das ab. Bau das ab. Mach die Kürbisse hier hin. Pumpkins. Galleon OP Pumpkins. Und bau hier ein. Da haben wir nämlich eh noch Lager frei.
und baue hier noch mein Lagerfeuer rein. In die Mitte. Geht das? Geht nicht, leider. Kollidiert immer. Das ist größer als ein Feld. Okay, das kollidiert. Okay, das funktioniert also leider nicht. Dann müssten wir das hier drüben tatsächlich machen und das Dach rein. Müssen wir das hier wegnehmen, das hier wegnehmen. So kann ich das nicht abbauen, weil da erst, ach so, weil da noch so ein Auftrag liegt. 5 Flint Pickaxes. Wegnehmen. Und wegnehmen und wegnehmen. Da müssen wir auch Crafting Bone Spears. Können wir auch wegnehmen und das da weg. Okay. Und dann bauen wir hier ein Lagerfeuer rein und das Dach. Dass das dann nicht. So, das war es eh schon. Sehr gut. Und dann bauen wir das Lagerfeuer hier rein. Dass wer auch immer da arbeitet am Lagerfeuer im Trockenen steht. Genau. So. Und. Ja. Dann ist die Frage, hier könnten wir das auch wegnehmen und hier könnten wir das wegnehmen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen, ja, man darf nicht die Frage stellen, wie sicher das ist, in Anführungszeichen. Und hier können wir sagen, wir, ich kann das eh gleich abbauen. Dann wird das wahrscheinlich umgeräumt, was da drinnen liegt, vermute ich mal. Kann man dann sparen, das irgendwie manuell zu machen. Und dann würde ich da hinten das zweite Lagerfeuer. Dann haben wir wieder zwei Lagerfeuer. Aber dann müssten wir das mal ein bisschen hier wegnehmen. Nochmal. Removing. Okay, weil dann würde ich es ein bisschen auseinandersetzen. Dann würde ich es tatsächlich ein bisschen auseinandersetzen. Ein bisschen weiter, damit Abstand zwischen den Lagerfeuern ist, weil ich glaube, sonst, wenn die zu nahe dran sind, dann ist das Problem, dass die sich immer verbrennen. Also, dass das dann nicht gut funktioniert, sagen wir es mal so. Okay, so, wir haben hier, fehlen uns noch ein paar Baumaterialien, was fehlt uns hier? Hier fehlen uns immer noch Teils, aber die sind in der Mache. Okay, das werden noch 22 gemacht, also das ist nicht das Problem. Die kommen noch. Und wie schaut es mit unserem Marmor da hinten aus? Da ist noch gar nichts passiert. Also das Marmor wird hier nicht abgebaut. Da ist auch noch niemand zugeordnet. Okay, also da müssen wir warten, bis die Auftragsliste da oben jetzt mal abgearbeitet ist. Da haben wir hier noch ein bisschen zu viel zu tun im Moment. Und es wird eh schon wieder Abend. Okay, aber wir sehen, da haben wir jetzt schon eine ganz schöne Delle reingegraben hier in unserem Berg. Genau, da fällt mir jetzt gerade ein, wir sollten mal bei den Sapiens alterstechnisch da drunten, die Elder, die sollten wir mal aus der General Labor rausnehmen. Der ist eh raus. Dann haben wir hier, ist auch raus. Der ist wahrscheinlich auch raus. Nee. Zack, raus und dann können wir, und auch aus Mining und aus Tree Felling und aus Bone Carving ist okay, Fire Lightning ist okay, Tool Assembly ist okay, Flex Spinning ist okay.
Was haben wir hier noch? Mining, Medizin, Thrashing. Ja, machen wir doch mal Thrashing. Das glaube ich, kriegst du hin. Dann haben wir hier, der ist eh raus auch. Nuja, der ist auch raus. General Labor. Tiling ist okay, Stone Carving nehmen wir raus, Digging nehmen wir raus, Diplomatie nehmen wir raus, da ist er nicht schnell genug. Dafür in schwierig. Tool Assembly, Basic Cooking, Flex Spinning. Was haben wir noch? Was nicht so anstrengend ist hier. Bone Carving. Okay. Dann General Labor, Tool Assembly, Digging raus, Tree Felling raus. Musik ist okay. Malchen, glaube ich, passt. Rocknapping. Thrashing. So. Die ist komplett geheilt. Okay, das heißt, wir sollten mal kurz checken, wie es mit unseren Medizinen ausschaut. Mit unserer Medizin. Ja, wir haben 5 Verletzungen, 5 Verbrennungen und 6 Virusmedizin. Okay, das passt. Das passt. Und da fehlt noch ein bisschen Baumaterial. Ansonsten haben wir jetzt hier die Sachen drinnen. Das heißt, das Gebäude ist klar. Da hinten fehlt uns noch das Marmor. Okay, so. Messona alla. Obeke e ikime. Messona alla etta. Okay, so, dann hier nochmal das Lagerfeuer. Und das wollen wir eben ein bisschen auseinander. Hierhin. Und tatsächlich hierhin. Okay. So, sollte passen. Und dann können wir das da löschen und abbauen. Und da haben wir eh noch die Lagerfeuer. Und unser Brot ist mittlerweile auch okay. Und wie schaut es hier aus mit unserem Fleisch? Okay, rots in a few hours. 12. Also das wird nicht mehr wirklich gegessen werden, vermute ich mal. Das heißt, wir können das da wieder freigeben. Next year. Allow item use. Okay. Dass das gegessen wird. Und dann müssen wir hier schauen. Rots next year. Die 48 Mammuts müssen wir noch, die müssen wir noch hier verarbeiten. Aber das würde ich dann machen, wenn das andere weg ist. Das würde ich dann tatsächlich machen, wenn das andere weg ist. Okay, schön. Also das nimmt langsam Gestalt an. Unser Gebäude hier ist fertig. Da fehlt uns noch eine Dachfläche, aber das ist nur noch eine Frage von ganz wenig Zeit. Und das sieht schon gut aus, denke ich, das Dach hier. Wenn man mal schaut, so ein bisschen hier rein, die Dachlandschaft, das ist okay. Es ist jetzt nicht so super geplant, aber das war auch so ein bisschen Absicht. Also ich wollte jetzt nicht, dass das so wie eine römische Garnison so, ne, nach Schachbrettmuster aufgebaut ist, sondern ich wollte tatsächlich so ein bisschen den Eindruck, dass das bisschen organisch gewachsen ist. Ne?
Und wir können ja mal schauen, ich wollte jetzt auch keine Wohnhäuser abbauen mehr. Wir können vielleicht den Teil des Lagers da links dann nochmal umbauen, wo wir eh schon hier das haben, diese Killen, dass wir das noch abtrennen hier und da nochmal ein getrenntes Dach drauf bauen. Dann brauchen wir halt da hinten nochmal einen zusätzlichen Aufgang irgendwie. Ja, das müssen wir uns nochmal ein bisschen überlegen, wie wir das am besten organisieren. Und vor allem brauchen wir dann Holzlager. Also wir müssen nochmal so Lagerschuppen bauen. Da hinten fehlt eben auch noch der Steinbruch, der Schuppen für Fliesen und der Arbeitsbereich für die Steinmetze. Und irgendwo bei unserem Kräutergarten hätte ich dann ganz gerne auch noch so ein kleines Häuschen für die Medizin. Aber hier kriegen wir es nicht mehr rein, zwischen die Metzgerei. Mal schauen. Mal schauen. Oder dahinter. Dass wir es da hinten irgendwie noch reinbauen. Also hier wird irgendwo dann die Mauer laufen. Dann wäre hier hinten noch so ein kleines Eck frei. Da könnten wir tatsächlich dann noch mal so ein kleines Medizinhäuschen hinbauen, wo dann die Medizin gebraut wird. Mit Lagerbereich für die verschiedenen Kräuter und Blumen. Genau, das wäre es. Und dann haben wir hier unseren Versammlungsraum. Und ja, und dann, wie gesagt, da drüben noch die Steinmetze. Das wird noch ein bisschen größerer Bereich. Und dann brauchen wir noch einen Bereich, wo wir unser Holz lagern. Die Frage ist, ob wir es tatsächlich hier drinnen machen, innerhalb der Mauer. Ich denke schon, ja. Das heißt, wir sollten dann nochmal mehrere Schuppen da hinten bauen. Und wir brauchen noch so ein bisschen was, wo wir unser Metall lagern. Also, ja, das ist schon komplexer, als man auf den ersten Blick denkt. Also, es ist nicht so ganz ohne, das zu organisieren, muss ich sagen. Aber wir werden das schon kriegen. Wir werden das schon kriegen. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Hilft dem Kanal, freut mich. Wenn ihr neu seid und noch kein Abo habt, dann überlegt mir ein Abo. Hilft dem Kanal auch. Ihr verpasst keine Folge mehr. Und wenn ihr Anregungen zum Spiel habt oder Kommentare oder sonstige Anmerkungen, dann gerne in den Kommentaren hinterlassen. Wie gesagt, wir sammeln noch so ein bisschen Features. Was wünscht ihr euch oder was fehlt euch im Spiel oder was hättet ihr gerne anders geregelt oder irgendwelche Ideen, die ihr da vielleicht habt? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich sammle das im Moment. Also wir haben jetzt im aktuell Oktober 23, nur für den Fall, dass später jemand das mal anschaut in ein paar Jahren und dann enttäuscht ist, wenn das nicht mehr funktioniert. Also aktuell und zu dem Zeitpunkt sammeln wir jetzt das. Vielleicht ist es auch ein ongoing Prozess, dass wir sagen, wir sammeln das fortlaufend und sind da in Kommunikation. Aber da müssen wir jetzt erstmal schauen, ob das mit dem Dave Frampton tatsächlich so funktioniert. Oder ob er da überhaupt scharf ist drauf oder ob er sagt, nein, ich will so ein bisschen die Lufthoheit über das Spiel behalten. Ich will mir da nicht reinquatschen lassen. Ich mache das. Ich verwirkliche meine Ideen und mache das dann und fertig. Wir werden sehen. Also, wenn es euch gefällt, dann gerne einen Daumen hoch. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann.